So, ich kann euch endlich mal wieder begrüßen hier auf unserem Review-Kanal zu einem weiteren Unboxing-Video. Es hat sich jetzt in letzter Zeit nicht wirklich zeitlich bei uns ergeben, viele Videos oder in gewohnten Abständen die Videos hochzuladen, aber ich verspreche euch, das wird jetzt wieder eintreten, der Zustand. Also in der Zeit, in der wir jetzt keine Videos machen konnten, hat sich einiges bei uns angesammelt und das werden wir jetzt alles gebündelt vor der Kamera auspacken. Ich freue mich schon drauf. Ich werde mal hier beginnen. So. Für Tristan, Ludwig und das Paraladox-Team. Hallo liebes PW-Team. Wir wünschen euch alles Gute für euren weiteren Filmverlauf und was ihr sonst noch habt. PS, wir finden eure Filme echt toll. Kampfschwimmer Eckerförder. Das finde ich jetzt ein bisschen... Ja, ich find's cool. Solltet ihr wirklich Kampfschwimmer sein, dann freundlichste Grüße natürlich zurück. Und ja, ehrt uns. Das ist noch ein Zettel. Liebes PEW-Team, hier habt ihr ein paar Sachen, die ich nicht mehr brauche. Gut, also. Besteck mit der entsprechenden Stempelung. Ich weiß jetzt nicht, wie Besteck aus der Zeit auszusehen hat, aber ich würde jetzt ganz einfach mal aufgrund des Stempels sagen, sie sind auf jeden Fall ausreichend authentisch, wenn nicht original. Das kann ich halt jetzt nicht bewerten. So, noch ein Umschlag. Steht nichts drauf. Ah ja, okay. Das sind Postkarten von der Bundeswehr. Ich würde mal sagen, ja, von den Kampftauchern. Sollte man sich auch mal drüber informieren. Die Männer sind wirklich krass. Also von der Ausbildung her auf jeden Fall eine richtige Spezialeinheit. So, dann unsere Marine mit einem Abbild der Dienstränge in der Marine. Dann ja, schwarze Kugeln. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die Absender können ja vielleicht noch mal, sie können sich ja noch mal melden. Oder vielleicht gibt es auch einen Hinweis. Nee, gibt's nicht. Ich weiß es nicht. Das sind schwarze, ich wollte mal sagen, Plastikkugeln. Ja. Könnte auch einfach 6 mm BB sein. So, dann ein Päckchen mit einer abgeschlagenen Patronenhülse und den Knöpfen einer Marineuniform. Allerdings im maritimen Bereich kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Also da muss ich wirklich passen. Was das angeht, kann ich jetzt nicht sagen, aus welcher Epoche und von welcher Armee. Aber in dem Zusammenhang würde ich natürlich auf Bundeswehr tippen. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht, aus welcher Epoche. So. Minentaucher. Und noch ein... Genau, so heißen die Heftchen jetzt. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja, schönes Paket. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, machen wir gleich weiter.
Als nächstes haben wir hier einen kleinen Umschlag von Marcel. Gucken da jetzt auch rein. So. Hallo PLW-Team. Mit diesem kleinen Brief wollte ich mich bei euch für eure aufwendigen und hochwertigen Videos bedanken. Und als Patreon-Unterstützer kann ich jedem Zuschauer raten, zu spenden. 1 bis 2 Euro im Monat sind doch nicht viel. Liebe Grüße, Marcel. Das kann ich nur so unterstreichen und dann euch weitergeben. Oh, Moment. Oh, das ist sehr aufmerksam. Also hier haben wir Papes. Ich denke mal, die sind für mich. Einer 5,56er Platzpatrone, jetzt habe ich es abgeschlagen. Dann eine Erkennungsmarke. Und 10 Euro als Spende. Vielen Dank. So. Geht's gleich weiter. Dieses Paket hier ist jetzt wieder von Marvin und beinhaltet diese Panzertruppenmütze. Dann eine Tropenmütze. Getragen von den deutschen Truppen, natürlich vom Deutschen Afrikakorps, beziehungsweise auch ausgegeben an die Truppen in Italien und in Südfrankreich. Dann eine Tasche, auch wieder in diesem Digitaltarn. Ich würde mal sagen, nee, ich weiß nicht, es wird irgendeine Mehrzwecktasche sein. Dann ein Zettelchen. Hallo Tristan, hallo Ludwig und der Rest vom PLW-Team. Ich habe euch wieder ein paar Sachen aus meiner Sammlung zukommen lassen und hoffe wie immer, dass ihr damit etwas anfangen könnt. Diesmal ist etwas moderner ausgefallen, aber Ludwig hat, denke ich, schon ein paar Ideen, den Kram einzusetzen. Ich hatte euch ja persönlich, naja quasi persönlich, für die netten Worte meiner Person betreffend gedankt. Und tue es hier aber nochmals. Ich hoffe, wir treffen uns schnellstmöglich zum Dreh zusammen. Damit schließen wir nun. Mit kameradschaftlichem Gruß, Paket Marvin. Grüße zurück. So, als nächstes haben wir dann Tabak. Freut mich natürlich auch sehr. Erkennt dich langsam. Dann, was haben wir hier? Oh, das ist auch cool. Ich krieg's gerade nicht auf. Tja. Das ist eine authentische Zigarettenverpackung. Ich habe sie jetzt bewusst geöffnet. Und hier vorne sieht man tatsächlich auch noch den Stempel. Oder die Prägung. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr feine Sache. So, dann noch mal Papes. Streichhölzer. Noch mehr Papes. Ich brauche mir nie wieder irgendwelches Rauchzeug kaufen. Dann Bücher. Und, jawohl, der Bundeswehr-Reibert. Da fällt mir ein, man könnte ja mal vergleichen, wie sich zum Beispiel die Taktiken der Armeen geändert haben. Ich habe einen Reibert der Wehrmacht von 41. Aus dem letzten Video habe ich ja, bei dem letzten Unboxing hatte ich ja eins von der DDR oder einen von der DDR ausgepackt. Und jetzt den hier von der Bundeswehr. Und man könnte ja tatsächlich mal
auch was taktische Signale angeht oder was das Tarnen im Gelände angeht. Die Taktiken werden sich im Grunde wahrscheinlich kaum verändert haben, aber natürlich derzeit angepasst. So. Also, hier haben wir drin eine Spielhandgranate. Die aus Holz bestehenden sind natürlich als zum Werfen am allerbesten geeignet. Und ja, dann einen Bundeswehr P8 Holster sowie ein Zettelchen. Viel Spaß damit. Hoffe, ihr könnt es gebrauchen. Macht weiter so. Lasst es euch schmecken. Okay, das macht ja gespannt. Als nächstes Büchlein, ein 1000-Markschein. Nachrichtenverbindungsdienst. So, dann Magazintaschen für die MP40, links und rechts, sage ich jetzt nichts zu, sollte ja klar sein. Außerdem den Riemen vom Brotbeutel, den man natürlich auch, was ich schon mal gezeigt hatte, an den Helm dran machen kann, um Tarnzeug reinzuflechten. Außerdem ein Packriemen. Dann naja. Coole Idee. Das wird wahrscheinlich regional bei dir sein. Also wir werden uns das schmecken lassen. Dankeschön. So, es geht aber noch weiter. Wir haben einmal einen Adler für Offiziere. Beziehungsweise für Generäle. Dann einen Adler für die Waffen-SS. Sowie das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern und staatliche Kriminalpolizei. Das finde ich jetzt aus gegebenem Anlass und persönlichen Gründen sehr, sehr interessant. Das sind diese, ich sage jetzt mal, Dienstausweise. Oder nicht Dienstausweis, aber halt der Beschäftigungsnachweis. Und so wie man das in den amerikanischen Filmen immer kennt von den Sheriffs mit ihrer Marke, ist das halt die Marke zum Ausweisen des Kripo-Beamten. Zu der damaligen Zeit. So was Ähnliches gibt es heute auch noch. Gut. An der Stelle möchte ich natürlich auch dir, Jakob, herzlichst danken. Und wie gesagt, das Bier wird uns sicherlich schmecken. Das werden wir auch gleich im Anschluss mal probieren. Also, dann geht's weiter. Hier mit einem weiteren Paket von Marvin. Das ist dann der passende zweite Handschuh vom letzten Mal. Ich denke mal, das ist eine Anspielung auf Marvins Tätigkeit. So, dann einen Parker mit. Der scheint hier oben mit Draht eingefasst zu sein, das ist ja interessant. Ja, schicke Sache. So, dann ein Zettel.
Hallo Tristan, ich schicke euch wieder einige Kleinigkeiten, da ihr vielleicht gebrauchen könnt. Die MTP-Jacke, die gleich oben drauf liegt, ist für Ludwig. Das wird dann die da sein. Danke, Marvin. Ludwig, dir nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst auch zusammen einheben. Mit besten Grüßen, Paket Marvin. So, es geht weiter. Okay, machen wir erstmal das. Das ist dann ein besprühter und mit Sand bearbeiteter Helm. Der bricht natürlich, der Lack kann sehr verräterisch reflektieren, wenn er glatt aufgetragen wird. Und genau aus diesem Grund hat man Sand oder Dreck oder irgendwas. Es geht auch sehr gut mit Zement. Hat man damals die Helme getarnt. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Das ist ein schöner Helm. So, dann jetzt auch wieder eine Sache, wo ich leider passen muss. Es ist wendbar auf Sommer und Herbst. Allerdings scheint mir das, hier sind auf jeden Fall auch Zahlen. Es ist nicht das typische deutsche Tarn. Der typische deutsche Tarn. Ich weiß nicht, was es ist. Naja, Marvin wird sich sicherlich zu Wort melden und dann auch reinschreiben. Hier ist zum Beispiel auch noch meine Zahl. Ja, ich kenn's nicht. Knöpfe sind auch nicht charakteristisch. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns beraten lassen. Und dann geht es hier weiter. Eine, auch wieder eine Hose. Ohne Camouflage. Einfach hellbraun. Dann Bundeswehrhose. Und die Digital-Tarnhose. Und zuletzt, ja, zuletzt nochmal eine Hose diesen Tarntyps. An dieser Stelle bedanke ich mich abermals bei Marvin. Vielen Dank, wirklich. Es ist einfach immer wieder überwältigend, was du uns zuschickst, auch in welchem Umfang. Und ja, danke. Aber es ist, wir können uns gar nicht genug bei dir bedanken. Zuletzt dieses Paket hier, es ist von Roman. Darin befinden sich, das ist krass. Das ist echt. Das ist ein Fliegerhelm. Das ist richtig krass. Schön. Ja. So. Dann geht's hier weiter mit einer Panzerhaube, also, oder auch Fliegerkappe, ich bin mir nicht sicher. Doch, das dürfte eine Fliegerkappe sein, eine ältere. Dann, ich schätze mal, ja, einen dieser, die sind ja schwer.
in diese Anzüge. Das ist echt beeindruckend. Hier hat man dann... Also hier wird dann dieses System wahrscheinlich angeschlossen, wo man per Knopfdruck quasi diesen Anzug leicht mit Luft aufblasen lassen kann. Und von dem Rest habe ich jetzt auch keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr beeindruckend. Ist das erste Mal, dass ich sowas in der Hand habe. Welcher Truppe das jetzt zugehörig ist, kann ich auch nicht sagen. Der Helm sieht auf jeden Fall schon ein bisschen älter aus. Das ist jetzt allerdings auch nur unter Vorbehalt. Also ich kann es ganz einfach wirklich nicht sagen. So, dann haben wir hier noch einen... Aus welcher Epoche? Weiß ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall älter aus. Allerdings, im Ostblock ist das kein Indiz. Die DDR hat ja auch den alten preußischen Uniformschmuck beibehalten. Also kann sich auch um einen Mantel von einem Warschauer Paktpartner handeln. Und ja, wer davon Ahnung hat, kann ja auch noch mal reinschreiben. Gut. Das wäre es dann an dieser Stelle. Das war jetzt wieder ein bisschen umfangreicher und ist natürlich auch darum ein etwas längeres Video geworden. Ich möchte es allerdings trotzdem nicht versäumen, mich nochmal im Namen der kompletten Filmgruppe bei all den Leuten, von denen wir jetzt Pakete ausgepackt haben, wirklich herzlichst zu bedanken. Es ist, ja, guckt es euch selber an, es ist jedes Mal überwältigend. Nicht nur der Umfang, sondern auch was man bekommt. Und es ist immer wieder interessant, es macht immer wieder Spaß und vielen, vielen Dank. Damit verabschieden wir uns jetzt von euch. Bis zum nächsten Mal.